Betriebliches Vorschlagswesen, BVW, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, KVP, Lean Management und Kaizen haben ihren eigenen Hintergrund und das prägt ihr Bild und es prägt die Praxis. Wenn Sie mir einen wilden Vergleich gestatten, diese Dame stammt aus dem Barock. Da ging es an den Höfen üppig zu, da herrschte Reichtum und das sieht man auch. Das Bild von Grace Kelly aus 1953. Die Menschen haben nicht mehr gehungert, aber üppig war dort nichts und das sieht man. Inflation, Fachkräftemangel, Kunden kaufen zu wenig, manches Material ist knapp, düstere Zukunft. Das ist Japan nach dem Zweiten Weltkrieg. In dieser Zeit entstand Lean Management mit dem Kaizen-Gedanken. Das sind schlanke Werkzeuge, sehr effizient, kein Gramm Fett zu viel. Die deutsche Gründerzeit hingegen, da blühte der Wohlstand, da konnte man behäbig wirtschaften. Nicht ganz barock, aber ein wenig barocke Vorgehensweisen leistete man sich schon. In dieser Zeit entstand das betriebliche Vorschlagswesen. Daran muss ich mich manchmal erinnern, wenn ich wieder in einer Diskussion mit BVW-Beauftragten bin, die in aller Detailliertheit über die Zugehörigkeit eines Vorschlags zum Aufgabenbereich oder zum Verantwortungsbereich oder zum Arbeitsgebiet eines Einreichers diskutieren. Und ein Lean-Management-Beauftragter in dieser Zeit einfach umgesetzt hätte. Das liegt nicht daran, dass BVW-Beauftragte persönlich umständliche Menschen sind. Das System des Vorschlagswesens kommt eben aus einem ganz anderen Hintergrund als Kaizen. Mehr über diese unterschiedlichen Hintergründe haben wir in einem Seminar besprochen. Daraus hier ein Ausschnitt. Ich hoffe, dass dies ein wenig Licht ins Dunkel bringt. Vorschlagswesen, KVP, Lean und Kaizen. Fangen wir mit dem Vorschlagswesen an. Das kennen Sie vermutlich alle. Das Generalregulativ von Alfred Krupp, 1872 entwickelt. Und deswegen feiert das Ideenmanagement auch in diesem Jahr 150 Jahre Ideenmanagement. Sind wir ein bisschen vorsichtig. Es wurde dort aufgeschrieben, 1872. Es wurde dort aber noch nicht in Kraft gesetzt. Also sagen wir 150 Jahre Idee eines Ideenmanagements. Mit dem Fokus, okay, wenn denn irgendjemand bei Krupp einen Vorschlag hat, möge er den bitte über den nächsten Vorgesetzten an die Geschäftsführung, an das Direktorium oder später heißt das an die Prokura schicken. Und wenn das ein guter Vorschlag ist, wird er umgesetzt. Und wenn das kein guter Vorschlag ist, dann wird er halt nicht umgesetzt. Da möge auch bitte niemand empfindlich sein, wenn der Vorschlag nicht umgesetzt wird. Von Prämien, von irgendwelchen Zielen für Beteiligung, von Nutzenberechnung und sowas, keine Spur hier. So, und im Ideenmanagement, in der Diskussion zum Ideenmanagement, wird das als große Gründungsurkunde angesehen. Schauen wir uns aber mal das Generalregulativ insgesamt an. Worum geht's da? Das geht zum Beispiel Paragraph 11, irgendwelche Inventar der Firma darf nicht zu Privatzwecken genutzt werden. Und 12, Verschwiegenheitspflicht für Angestellte. Und dann der 13 mit dem Vorschlagswesen. Und dann der 14, wenn irgendetwas Wichtiges passieren soll, dann wird die Direktion, die Prokura, dafür eine Kommission bilden. Und 15, wenn irgendwas gebaut wird, dann sind davor Pläne und Kostenvoranschläge zu generieren. Heißt, das ist jetzt mitnichten ein Generalregulativ, das irgendwie auf Vorschlagswesen fokussiert oder das die Idee hat, nun das Vorschlagswesen zu begründen, sondern das ist einfach eine Liste mit Grundsätzen für die Art, wie man Geschäfte führt, die heute eigentlich selbstverständlich sind. Vieles von dem steht in unseren Arbeitsverträgen auch drin, natürlich. Darüber, wo man nicht reden soll, da soll man bitte schweigen. Und natürlich werden Kommissionen gebildet, wenn irgendetwas wichtig ist. Und genauso unaufgeregt werden halt Vorschläge eingereicht, wenn es jemand halt tut, wenn jemand Vorschläge hat. Ganz normale Pflichten jeden Arbeitnehmers. Auch da keine Aufteilung von und Vorschläge bitte nur von einfachen Mitarbeitern oder nur von Mitarbeitern bis Hierarchieebene X oder ab Hierarchieebene Y oder was auch immer. Das gilt für sämtliche Beschäftigten bei Krupp. Ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe nicht zum ersten Mal recherchiert. Ich habe
keinerlei Hinweis auf die Praxis bei Krupp gefunden. Ich weiß also nicht, wann ist der erste Verbesserungsvorschlag überhaupt eingereicht worden? Wie viele Verbesserungsvorschläge gab es da? War das irgendein Randgebiet, wo man sich selten mit beschäftigt hat? So wie man sich ja auch selten vermutlich damit beschäftigt hat, dass irgendwelche Leute die Verschwiegenheitspflicht zu Themen nicht eingehalten haben. Oder war das etwas, was intensiver betrieben wurde? Ich weiß nichts dazu. Ich kann nur mein Bauchgefühl als Wissenschaftler sagen, wenn über etwas nicht geschrieben wird, dann liegt der Verdacht nahe, dass das nicht allzu viel passiert ist. Wäre dort sehr viel passiert und hätte das Krupp beeinflusst, dann würde ich vermuten, dass darüber auch Dokumente vorhanden sind und dass darüber geschrieben worden wäre. Ist nicht. Deswegen nur meine Vermutung, dass das mit dem Vorschlagswesen bei Krupp zwar eine schöne Gründungsurkunde ist, aber nicht wirklich geliebt wurde. Mehr weiß ich aber etwas später, so um 1900. Da gibt's einen Herrn Frese und der hat sehr viel geschrieben. Er war mindestens so sehr Publizist, wie er Fabrikant war. Und er hat 1903 eine Bekanntmachung zum Vorschlagswesen ernannt. Er hat gesagt, okay, ich habe hier einen Prämientopf, 100 Mark, und dafür, den gebe ich aus für Verbesserungsvorschläge. Auch wieder, wo hat er das publiziert? Er hat ein Buch über die konstitutionelle Fabrik geschrieben. Das war seine Idee, dass er Unternehmer ja mit fixierten Grundlagen haben wollte. Nicht willkürlich, der Unternehmer tut irgendwas und alle anderen müssen dort folgen, sondern das sollte nach ordentlichen Regeln und Prinzipien passieren. Und die hat er in einer Unternehmensverfassung niedergeschrieben. Das war das erste Kapitel von seinem Buch. Dann gab es viele Selbstverwaltung, also die Arbeiter durften ihre Bibliothek verwalten und die Werkswohnungen verwalten und hatten eigene Kassen für sportliche Aktivitäten und so weiter. Darüber hat er geschrieben. Dann gibt's ein Kapitel, die Erziehung zum Mitarbeiter. Und in die Erziehung zum Mitarbeiter gehört auch das Vorschlagswesen. Dann gibt es etwas zu Erholung und Vergnügungen, zum jährlichen Betriebsausflug und so etwas, Schlusswort, Anhang und so weiter. So, und im Kapitel Erziehung zum Mitarbeiter ist die Gewinnbeteiligung drin, der Angestellten, Beamter hat man es damals genannt, der Arbeiter und dann eben auch Verbesserungsprämien und Auszeichnungen für gute und lange Dienste im Unternehmen. Frese, der hat jetzt tatsächlich mal Zahlen genannt. 1903 hat er genau 4 Verbesserungsvorschläge von 2 Einreichern bekommen. 1904 waren es dann 19 Verbesserungsvorschläge von 10 Einreichern. Sie sehen das Typische, was wir heute auch noch haben. Am Anfang sind die Kollegen misstrauisch und wenn sie sehen, da passiert tatsächlich was, dann beteiligen sie sich auch. Und das ging dann hoch. 2008 hatte er 33 Verbesserungsvorschläge. Das Buch hat er 2009 geschrieben, deswegen keine Zahlen danach. Und das Ganze bei 700 Beschäftigten. Was sagt uns das? 700 Beschäftigte und 33 Verbesserungsvorschläge pro Jahr. Das ist jetzt nichts, was einem die Schuhe auszieht. Das heißt nicht, dass das betriebliche Vorschlagswesen den Betriebsalltag bestimmt hätte oder dort eine große Rolle gespielt hätte, sondern es gab einige Leute, die haben halt sich für Verbesserungen engagiert. Die haben dort Dinge eingereicht. Auch die 33 Verbesserungsvorschläge kamen nicht von 33 Einreichern, sondern von deutlich wenigen, weil eben viele mit mehreren Vorschlägen mit dabei waren. Das Vorschlagswesen wurde von patriarchalen Unternehmen entwickelt. Es war immer ganz klar, Krupp oder Frese, das waren die Herren im Haus. Es war keine Initiative von unten. Es war nicht so, dass Arbeiter von sich aus gesagt haben, okay, da sehen wir, was zu verbessern wäre und da wollen wir etwas tun. Sondern es war Teil der normalen Betriebsführung, es war Erziehung zum Beschäftigten und die praktische Bedeutung im Alltag hielt sich in Grenzen. Gucken wir uns den Verbesserungsvorschlag an, KVP. So eine Gründungsgeschichte gibt es da nicht. Es ist immer wieder seltsam, ich habe ein paar Bücher mehr, glaube ich, zum Ideenmanagement gelesen, aber genauso selbstverständlich wie beim BVW, beim Vorschlagswesen, die Gründungsgeschichte erzählt wird, wird sie beim KVP eben nicht erzählt. KVP wird eingeführt als so eine Mischung, eine Verwurstung von Workshops, von Kaizen, Qualitätszirkel, alles, was man so als irgendwie, wie beteiligt die Mitarbeiter an produktiven Sachen, was es da so gibt. Und es ist
ziemlich konzeptionsarm, Herkunft ist kaum erkennbar, vielleicht so eine Art Kaizen. Gerechnet man das Lean noch an, da haben wir natürlich ein bisschen mehr. Da denke ich an Japan. Und ich denke bei Lean besonders an einen tapferen kleinen Hersteller von Webstühlen zunächst und dann von Kfz, nämlich an Toyota. Das war Japan nach Ende Zweiten Weltkrieg, zerstört, zwei Atombomben, also gründlich zerstört. Arbeitskräfte gab es nicht so, wie man sie haben wollte. Viele waren Soldaten, waren in Kriegsgefangenschaft, waren gefallen. Also in der Qualität und Menge, wie Toyota Arbeitskräfte gebraucht hätte, hat sie die nicht bekommen. Es war Inflation. Inflation heißt ja, in Zukunft ist das Geld weniger wert. Das heißt, es gibt einen Anreiz, später zu bezahlen. Und damit hatte Toyota ein Liquiditätsproblem. Nachkriegsjapan natürlich Materialmaschinen auch nicht beliebig erhältlich. Und Japan und Toyota hat eben hauptsächlich für Japan geliefert und hatte damit kaum Skaleneffekte. Ford meinetwegen hatte den Weltmarkt für Kfz und die konnten viel mehr rationalisieren. Was hat damals funktioniert? Überproduktion vermeiden, Wartezeit, Untätigkeit vermeiden, unnötige Förderung und Transport abschalten, Überverarbeitung vermeiden, Lagerüberhänge abbauen, unnötige Bewegung der Mitarbeiter vermeiden, Defekte frühzeitig erkennen, möglichst vorbeugend bekämpfen und wenn sie denn da sind, sofort reparieren. Sind wir ehrlich, das war keine Rocket Science. Wenn alles knapp ist, wenn man keine Ressourcen hat, weder Material noch Menschen noch Geld, dann ist es eigentlich relativ naheliegend, Verschwendung zu vermeiden. Und sowas wie eben wenige Zwischenlager mit möglichst wenig drin. Verbesserung durch eigene Beschäftigte. Warum? Nicht etwa, weil das Management bei Toyota der Meinung war, dass sie nur Genies beschäftigen, sondern weil es schlicht und einfach kostengünstiger ist, wenn die eigenen Beschäftigten Verbesserungen, Prozessoptimierungen vornehmen, als wenn man dort Ingenieurbüros oder Unternehmensberatungen mit beauftragt, die das auch können, aber dafür eben ordentlich Geld haben möchten. Und es gibt einen Nebeneffekt, auf den werden wir noch kommen, nämlich die Beschäftigten werden damit qualifiziert. Die lernen, wie man Prozessverbesserungen durchführt. Dann sowas wie Gogemba, also Management am Ort des Geschehens. Und damit kriegt man zum Beispiel besseres Controlling, weil die Führungskräfte wirklich sehen, was dort vor Ort passiert. Und Entscheidungen werden beschleunigt, wenn einfach sämtliche Menschen, die es betrifft, von den Entscheidungsträgern bis zu denen, die die Entscheidung nachher umsetzen müssen, wenn die an einem Ort zusammen sind, sich in die Augen gucken können und sagen, so, machen wir das jetzt. Visualisieren, standardisieren, bis heute Bestandteil von Lean. Das sind vielleicht jetzt nicht die effektivsten Methoden, aber sie sind sehr effizient. Also mit sehr wenig Ressourcen kommt man damit zu guten Ergebnissen. Hat das was bewirkt? Gucken wir uns Toyota so rund 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs an. Einer der größten Autobauer, einer des größten Unternehmens der Welt, eine der wertvollsten Marken. Da scheint irgendetwas funktioniert zu haben. Was ist Lean? Lean ist vernünftiges Management in bestimmten Situationen. Die Prinzipien sind häufig übertragbar und auch Lean ist ein Top-Down-Ansatz. Schauen wir uns als letztes Kaizen an. Kaizen ist eben nicht nur kontinuierlicher Verbesserungsprozess, auch wenn das in der Literatur manchmal zusammengeht. Wenn man sich aber die Originalliteratur zu Kaizen mal anguckt und mit japanischen Kaizen-Trainern ab und zu mal geredet hat, dann ist ganz klar, die Verbesserung ist eine Hälfte des Ganzen. Die zweite Hälfte, die genauso wichtig ist, ist die Qualifikation der Mitarbeiter. Also die Probleme, auf die Kaizen-Gruppen angesetzt wurden, die sind nicht nur ausgewählt worden nach, was braucht das Unternehmen, wo haben wir Verbesserungsbedarf, wo drückt kostenmäßig oder qualitätsmäßig gerade der Schuh, sondern die sind genauso aufgesetzt worden und ausgewählt worden, als wo können die Mitarbeiter Probleme lösen lernen. Wo haben wir ein Problem, das ein bisschen über den Fähigkeiten liegt, die die Mitarbeiter jetzt schon haben? Und wo können wir also Probleme aufsetzen und Problemlösungsgruppen aufsetzen, so dass die weiter qualifizieren und so dass die auch die Unternehmenskultur verbessern, so dass man eine Kultur bekommt, in der es selbstverständlich wird, Dinge zu verbessern? Und das war den Menschen bei Toyota mindestens so wichtig wie die konkrete Verbesserung jetzt im Einzelfall. Und Kaizen ist ganz klar ein langfristiges Projekt.
Und das ist ein weiteres Missverständnis in der Literatur. Es wird immer wieder so geschrieben, als sei Kaizen etwas, was auf dem Shopfloor passiert und dort geht es halt um kleinschrittige Verbesserungen. Das ist mitnichten so. Das Top-Management von Toyota hat auch von den Führungskräften Kaizen verlangt und hat klargestellt, die Mitarbeiter auf dem Shopfloor, von denen erwarten wir nur kleinschrittige Verbesserungen. Von den Mitarbeitern in den Führungsebenen erwarten wir größere Verbesserungen. Und je höher die in der Hierarchie sind, desto mehr Verbesserungen und desto größere Verbesserungen erwarten wir dort. Wir haben in dieser Diskussion zwei große Stränge. Wir haben zum einen das Vorschlagswesen mit KVP, mit Workshops, mit Zirkeln, Qualitätszirkel, Gesundheitszirkel, Arbeitsschutzzirkel, was es da alles so gibt. Und das kann man mit aller Vorsicht als die europäische Variante bezeichnen. Und wir haben Lean mit Kaizen. Das kann man mit noch größerer Vorsicht als einen japanischen Zug bezeichnen, obwohl wir wissen, dass einer der Schlüsselfiguren für die Entwicklung von Lean Management und Kaizen eben W. Edward Demmings war. Und Demming war mit Verlaub ein US-Amerikaner und kein Japaner. Aber gut, diese Strategie oder dieser Strang ist von Japan zu uns herübergekommen. Was sind die Ziele von diesen ganzen Methoden? Vernünftige Führung des Betriebs und das ist eine Strang. Und der zweite, sowas wie, ja, wir würden es heute nicht mehr Erziehung der Mitarbeiter nennen, aber sowas wie Qualifikation, wie Kultur, wie Information der Mitarbeiter über das, was dem Unternehmen im Moment wichtig ist. Dieser Strang ist auch mit dabei. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zu solchen Themen gibt es immer wieder neue Videos auf diesem Kanal. Hier blende ich ein Video ein und wenn Sie diesen Kanal abonnieren, dann werden Sie auch über jedes neue Video informiert und ich freue mich, Sie bei Gelegenheit hier wiederzusehen. Bis dahin.